Natürlich wollen wir euch nicht vorenthalten, was so in den Autos vor sich geht. Wir schalten jetzt live zu Sarah Elzer in ihren BRZ. Hallo Sarah. Hallo Verena. Oder besser gesagt, bonjour aus Frankreich. Warte mal eben, ich muss hier einmal kurz diesen LKW überholen, das ist ein bisschen anstrengend. So, und dann mache ich auch gleich den Tempomat rein. Das geht nämlich hier tatsächlich auch. Obwohl es ein schönes Sportauto ist, schön mit Tempomat hier. Jawohl, ja. So, erzähl, wo sind die anderen Gruppen unterwegs? Einige sind schon in Metz, andere sind noch in Deutschland. Einige sind in Metz, andere sind in Deutschland. Na, hoffentlich sind wir heute Abend alle zusammen an unserem Zielort. Ja gut, die Adresse habt ihr ja alle schon bekommen, also vom Hotel. Da wisst ihr ja alle jetzt, wo es hingeht. Da wissen wir alle, wo es hingeht, genau. Wir würden gerne von dir wissen, wie hast du denn heute so den Morgen empfunden? Also war es für die Teilnehmer schwierig, das Rätsel zu lösen, oder haben sie sich da ganz gut gemacht? Also tatsächlich waren die Jungs von der Motorwoche extrem schnell, um ja den richtigen Ort auch noch zu finden. Also Frankreich war relativ schnell klar, ne? Champagner war auch ein guter Hinweis. Das haben sie sehr schnell gehabt, wo jetzt der Ort ganz genau liegt. Da sind nur die Jungs von der Motorwoche draufgekommen, mal zu gucken, na, man könnte ja mal schauen, wo der ganz genau herkommt. Die meisten waren enttäuscht, dass die Flaschen leer waren, aber don't drink and drive. Also hat sich dann irgendwie, glaube ich, eingependelt wieder, weil sie gesagt haben, ah ja, wir müssen ja fahren. Nee, und ansonsten waren viele dabei, die auch noch nie im BRZ gefahren sind. Also für die ist es jetzt hier auch eine erstmalige Sache und die haben sich sehr, sehr drauf gefreut. Und das Feedback bei der Mittagspause gerade war extrem gut. Also die haben alle gesagt, macht tierisch Spaß, das Auto reagiert sehr, sehr gut, man kann auch mal ein bisschen drauf treten. Ich mache das jetzt nicht, weil wir, wie gesagt, hier schön beim Tempomat gerade hier entlang fahren, weil ich erfahre nebenbei. Aber man kann echt drauf treten und das Ding reagiert und der BRZ geht ab. Und das waren alle sehr, sehr cool. Sprich, du bist begeistert von dem Auto. Du hast so wirklich eine ganz, ganz tolle Straßenlage und du kannst sehr, sehr cool cruisen. Doch, das muss man sagen. Ist natürlich, der Nachteil ist, dass du ja dieses Boxermotor drin ist, dass es etwas lauter ist. Aber ich muss sagen, trotz allem rasch fahren. Also nicht so, dass man sich anfühlen muss. Also der Alex und ich, wir haben uns gut verstanden hier. Also inhaltlich nicht, aber akustisch haben wir uns gut verstanden. Ja, ich verstehe dich eigentlich auch ganz gut. Genau. Ja. Sag noch mal einer, was hier bei unser Datenroaming und so, das funktioniert auch 1A. Naja, das Bild ist ein bisschen unscharf, aber ansonsten ist es ganz gut, ja. Echt? Ja, also mein Bild ist doch ein bisschen unscharf. So, jetzt muss ich gerade doch nochmal kurz runterbremsen. Ach ja, ich kann nochmal 80 fahren mit dem BRZ, jetzt geht auch. Ja, haben die anderen denn sich schon bei dir irgendwie melden müssen oder sind die gerade durchgefahren? Nö, die sind gefahren, außer Motorwoche, mit denen hatte ich tatsächlich schon viel Kontakt, weil die wollten erst das Restaurant sogar erraten und haben dann letztendlich auch das Hotel selber erraten, noch bevor ihr den Brief von Ross bekommen habt. Das stimmt, die waren auch echt, also der muss man auch dazu sagen, der Patrick, ja, ich plauder mal aus dem Nähkästchen, die haben ja auch eine Teilnehmergruppe, ich bin ja da mit drin. Der Patrick ist so einer, das ist ein Fuchs, der hat sich die Kilometeranzahl genommen, wusste ja dann, wie viele Länder das sind und hat dann, glaube ich, 5, 6 verschiedene Routen gebaut, die es sein könnten. Also, wenn irgendjemand wissen will, wie man mit 2500 Kilometern durch verschiedene Länder kommt, Patrick von der Motorwoche fragen, der weiß Bescheid. Was erwartest du denn von der nächsten Woche so? Also, BRZ steht ja wirklich für Fahrspaß. Es ist ja in der Zwischenzeit das Auto geworden, das emotional ganz wichtig für die Marke Subaru ist. Und ich glaube tatsächlich, dass durch die unterschiedlichen Länder, die ihr auch rausgesucht habt, dass da auch die unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem BRZ nochmal gezeigt werden können und die Teilnehmer dann vor allem auch mal das Auto in verschiedenen Situationen kennenlernen dürfen, weil das macht ja auch der Fahrspaß aus, dass eben dieses Auto in verschiedenen Straßen- und Geländearten dann auch wieder unterschiedlich reagiert. Und ich glaube tatsächlich, dass man damit sehr, sehr viel Fahrfreude auch einfach mal genießen kann. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal noch vor uns nach Frankreich und freuen uns auf das Abendevent. Traditionell ist ja heute, also Tradition ist ja heute das Motto. Subaru haben wir auch schon ein paar Interviews dazu gemacht. Interessanterweise, die Teilnehmer haben schon sehr, sehr frühe Verknüpfungen und Verbindungen zu der Marke und kommen dann später alles im Beitrag. Aber ich freue mich natürlich auch drauf, so ein bisschen was Traditionelles heute Abend noch kennenzulernen, wenn wir schon in der Champagne quasi sind, dass wir da auch noch mal ein bisschen auf die Tradition gehen. Aber mehr verraten wir jetzt nicht. Du hast ja auch schon Interviews im Hochregallager geführt, habe ich gesehen.
Ja, genau. Wir haben, da war ich mit Ihnen dabei. Ich durfte mit dabei sein, als wir die Flaschenpost von euch entdeckt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da waren dann auch schon die ersten Rätselratenrunden dabei und tatsächlich auch so, was sie erwarten. Also die Leute freuen sich drauf. Man muss auch sagen, Subaru so als Allradmarke, man freut sich trotzdem auch drauf, hier mal einen Heckantrieb. Das ist halt einfach für sportliche Autos nochmal was anderes. Und von hinten einfach der ordentliche Schub kommt, die freuen sich alle drauf. Und ja, also ich gebe es mal zu, sind ja viele, viele Männer auch dabei. Da ist ein bisschen Spieltrieb im Moment gerade am Start. Sehr gut. Dann wünsche ich euch eine gute Weiterfahrt. Vielen Dank, liebe Verena. Wir melden uns ja nochmal. Wir hören voneinander. Machen wir. Tschüss. Bis dann. Ciao.